Hallo, herzlich willkommen zur 62. Folge beim Minecraft Let's Play hier auf meinem Kanal. Und wir benötigen auf jeden Fall erstmal Nahrung, wie ich sehe. Wir haben in der letzten Folge doch ein bisschen was an Bäumen angeklopft. Wir haben relativ viel Holz geerntet. Und ja, jetzt geht's erstmal schnell zum Schlafen und dann gucken wir, was wir diese Folge machen. Es steht ja eigentlich der Bau eines Bahnhofs an. Gucken wir mal kurz hin. Hier hinten soll es entstehen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich erstmal muss dieser Baum noch weg und dann füllen wir hier ein bisschen mit Erde auf. Werden hier die Grundmauern, wollte ich fast sagen. Ja doch, es sind ja Grundmauern am Ende. Wie auch immer. Ja, werden hier den Grundaufbau gestalten. Ich denke mal, hier werden wir doch ordentlich Erde benötigen, aber kommt alles im Laufe der Zeit. Jetzt gibt es erstmal schnell das Zitat und dann können wir richtig starten. Und zwar ist das Thema Künstler. Das Zitat stammt von Boris Pasternak und lautet: Je größer die Zahl glücklicher Menschen ist, desto leichter wird es sein, ein Künstler zu werden. So, machen wir erstmal uns eine schnelle Kiste, damit wir hier das vorhandene Holz reinwerfen können, so wie es ist. So. Zuckerrohr, das werfen wir hier in die anderen Kisten rein und dann holen wir uns ein bisschen Erde. Ich würde immer noch gerne wissen, wo hier der Zombie versteckt ist. Es hat bestimmt irgendwo mal eine kleine Höhle, die ich nicht ausgebessert habe, aber naja, egal. Ja, das Video wird am Dienstag aufgenommen, am Dienstag den 13., das heißt quasi einen Tag vor der Veröffentlichung. Und ja, ist nicht viel Neues passiert seit der letzten Folge. Immerhin wurde die auch erst kurz zuvor aufgenommen gefühlt, also. Das ist bloß Granit, wir haben doch eigentlich eine ganze Kiste voller Erde. Hier. Naja, nicht komplett voller Erde, aber doch mit schon relativ viel Erde. Ja, zum letzten Video, also quasi zur 61. Folge Minecraft, gab es dann auch einen Kommentar. Ich konnte mir das schon irgendwie fast denken. Wo eine Person doch Unwahrheiten verbreiten wollte in Bezug auf die Corona-Schutzimpfung. Und ja, ich habe die Person einfach nur gebeten, ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt, die Quellen bitte einmal genauer darzulegen. Sicher, ich werde die Nachricht nicht einblenden, nicht, dass wirklich jemand auf die dort angegebenen Links, natürlich nicht in Linkform, denn bei zu vielen Links wird ja bei YouTube der Algorithmus aktiviert und dann wird der Kommentar nicht angezeigt und du musst leider sterben. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, wo dann halt angeblich bewiesen wurde, dass sogar beim RKI die Zahlen stehen, wie viele Menschen denn durch die Impfungen gestorben sind und dass das doch Tausende sind und ach naja. Alle solche Unwahrheiten, die halt nicht wissenschaftlich fundiert sind. Ich habe das dann gemeldet bei YouTube, es wurde am Ende rausgenommen. Und ja, also sicher, mir war das irgendwie klar. Ich meine, die Person hat halt nicht mal, also ich vermute es zumindest nicht, das Video angesehen. Die hat einfach nur den Titel gesehen und hat halt ihren Text im Copy-Paste-Modus einfach drunter gehauen, um Stimmungsmache zu betreiben gegen die Impfung. Ich meine, jede Person kann selber entscheiden, ob er oder sie sich impfen lässt. Und wieso sollte man dann so rigoros dagegen vorgehen? Ich meine, ich weiß nicht, woher dieser... Oh wow, das war jetzt doch tatsächlich viel zu wenig Erde. Woher dieser... Ich will jetzt nicht Hype sagen, aber es ist irgendwo... Doch, irgendwo ist es auch ein Hype. Woher dieses Faible für Verschwörungstheorien zurzeit kommt. Ob das allgemein der Krise geschuldet ist oder ob das allgemein Krisen geschuldet ist, ob das... Das ist halt zurzeit, ich finde das schlimm. Ich meine, dass nicht immer alles richtig ist, was auch in den Medien berichtet wird. Oder dass halt besonders Zeitungen wie die Bild, um sie beim Namen zu nennen, dieses Schandblatt, halt auch gegen Richtlinien verstoßen, die Presse niemals übertreten sollte, also gegen den Willen einer toten Person, beziehungsweise deren Angehörigen.
dann die Bilder von der Person zu veröffentlichen oder... Ach, es gibt da sehr viel, also ich glaube, wer war das? Just Nero hat da mal 3 oder 4 Videos dazu gebracht, wo er das auch einzeln auseinandernimmt, gegen welche Paragraphen der, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Paragraphen der freien Presse, ich weiß es leider nicht, die Bild immer wieder verstößt, also es ist halt, ich sehe das halt auch nicht ein, mir diese Zeitschrift jemals zu kaufen. Und ja, sicher gibt es auch Leute, die kaufen das, bitte. Und sicher kommt ihr da auch irgendwo an Informationen ran, aber die Frage ist halt, wie die Informationen bewertet und gewichtet werden. Und das ist halt alles andere als neutral. Das ist halt bloß große Überschrift und am Ende sehr viele Vermutungen, die manchmal sich ja absolut nicht bewahrheiten. Manchmal ist das wahr, ja super, dann haben sie mal wieder einen Glücksgriff gehabt, aber manchmal sind das halt Vermutungen, die, ich weiß nicht, irgendwo mal erzählt wurden und dann auf einmal wird das gleich als wahr kundgetan und naja. Es sind halt so Sachen, dass man sollte man schon aufpassen, also wie schon gesagt, um zurückzukommen auf diesen Kommentar, der halt unter das letzte Video verfasst worden ist. Wenn es wirklich wissenschaftlich fundierte Sachen sind, die auch wirklich in Studien oder allgemein in Nachforschungen bewiesen wurden und am besten sogar noch doppelt blind getestet, gut, das geht nicht immer, vor allem geht das eigentlich nur bei Medikamenten, aber oder allgemein wirklich, wirklich fundiert getestet und das halt durch andere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in den ja, zugehörigen Gremien, beziehungsweise in den ja, allgemein in den zugehörigen Fachbereichen auch bestätigen können, dann ist das auch richtig. Zumindest sehe ich das dann so ein. Es gab ja jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich gepennt. Jetzt zum Beispiel auch, das kam auch erst so gestern, vorgestern kam das eigentlich, glaube ich, schon raus. Gab es eine Studie in Großbritannien von Oxford, kennt man ja, eigentlich eine relativ bekannte Universität. Bin ich sogar die älteste von Großbritannien? Ich müsste lügen, ich weiß es leider nicht genau. Haben wir noch irgendwo Erde? Ein kleines bisschen fehlt halt echt noch. Das ist jetzt ärgerlich. Ja, wie schon gesagt, eine relativ bekannte Studie. Relativ bekannte Universität, die halt eine Studie veröffentlicht hat, dass die Einnahme von, ich werde es bestimmt wieder falsch aussprechen, Budenosid, glaube ich. Ich glaube, es heißt Budenosid. Im Ende ist es eigentlich... Oha, das hier muss auch mal gemacht werden. Oh Gott, ich habe das nie gesehen. Am Ende ist es, in Anführungszeichen, nur Hydrocortisol. Mehr ist es am Ende nicht, aber es heißt halt mit Handelsbezeichnung, Verkaufsbezeichnung, Markennamen, ich weiß nicht, wie man es nennt, Budenosid. Was halt besonders bei Asthmatikern... Ja, eigentlich ein Standardmedikament ist. Ich habe das auch, kann ich ganz ehrlich sagen. Es geht halt darum, dass man halt die Immunantwort des Körpers eben auf ja, Belastung oder Allergien oder gibt ja viele verschiedene Formen von Asthma halt zurückdrängt, indem man halt dem Körper Cortisol hinzufügt. Ist halt ein natürliches Hormon, was es auch so im Körper gibt, aber was halt ja nur bei besonderen Situation ausgeschüttet wird. Ich müsste lügen. Ich glaube, ist das auch ein Stresshormon? Ich will nichts Falsches sagen. Ich weiß es nicht. Da nehme ich mich lieber zurück. Ich habe mit Biologie leider nicht so viel am Hut. Das ist nicht mein Steckenpferd. Da weiß ich wirklich nicht so viel darüber. Und da sage ich lieber nichts Falsches, bevor ich wirklich irgendwo was Falsches sage. Beziehungsweise lieber sage ich nichts, bevor ich was Falsches sage. So klingt es besser. Habe ich schon gesagt, da gab es halt eine Studie mit, ich glaube, 160 Personen, die sich daran beteiligt haben. Ja, in 2 Gruppen geteilt. Die eine Hälfte hat, das ist Budenosid, oder wie das nun genau hieß, verabreicht bekommen, die andere Hälfte nicht. Und ja, von den 2 Gruppen, die Personen, die am Ende eine Covid-Infektion durchmachen mussten, hat sie natürlich die Gruppe, die das Budenosid genommen hat,
weniger schlimme Symptome gehabt, musste weniger oft ins Krankenhaus, beziehungsweise die Hospitalisierungsrate war niedriger, um das mal ein bisschen, ja, aktuell fachmännisch zu sagen. Und auch die Behandlung dauerte allgemein nicht so lang. Also jetzt nicht nur im Krankenhaus, sondern auch allgemein die Krankheitssymptome, sage ich mal, waren nicht so lang da. Sicher, es sind am Ende... Oh. Das ist mies. Es sind am Ende jetzt so, ja, eigentlich plus 80 Personen, die da getestet wurden. Beziehungsweise nicht getestet, die dort ja in die Untersuchung mit einbezogen wurden, beziehungsweise in die Studie. Und die anderen Personen, die halt nichts bekommen haben, die haben halt auch kein Placebo bekommen. Das wird halt auch an manchen Stellen kritisiert. Ja, ist halt kompliziert. Und man hat aber trotzdem, also die Studie ist komplett in Englisch, aber das ist nicht schlimm, man kann das ja trotzdem ein bisschen überblicken. Es wurde halt auch wirklich darauf geachtet, dass halt auch ähnliche Personen, also zum Beispiel gibt es da prozentuale Angaben, wie viele von den Personen eine Herzkrankheit haben oder Diabetes oder allgemein halt solche Vorerkrankungen, die halt einen schweren Verlauf bei Corona bzw. bei Covid öfters bedeuten, dass diese prozentualen Anteile gleich sind, auch von der Altersverteilung her. Ich glaube, das war so zwischen 19 und 80 oder so, ich müsste lügen, so in etwa. Zwischen 19 und 80 Jahren. Genau. Da. Das sind halt doch sehr schöne. Also, ich finde, es sind gute Ergebnisse. Ist vielleicht wirklich eine Möglichkeit, dass, wenn wirklich. Also, man muss auch dazu sagen, die Behandlung mit dem Cortisol wurde gleich nach Beginn der ersten schlimmeren Symptome, also so Fieber, trockener Husten und sowas, begonnen. Wurde sofort begonnen. Wir können eigentlich mal hier ruhig mal... Können wir was probieren? Wir können mal was Großes bauen. Wurde halt sofort begonnen. Und... Ja, also... Ich finde das gut, dass es die Möglichkeiten gibt. Sicher, Lauterbach, Karl Lauterbach kennt man ja nun durch die Medien. Der halt dann gleich vom Game Changer spricht. Sicher, es gibt ja auch viele andere Medikamente, an denen erforscht wird. Es gab auch dieses, ich müsste lügen, wie hieß das, Remdesivir, und ich weiß nicht, also ich glaube, das hat auch Trump bekommen, beziehungsweise hat man das auch am Anfang, also jetzt hört man nichts mehr darüber, jetzt geht es ja nur noch ums Impfen und neuerdings jetzt auch um den CDU-Parteivorsitz, nicht Parteivorsitz, sondern um die K-Frage, so rum, wer denn Kanzlerkandidat wird. Von dieser Partei mit einem Altersschnitt von ich weiß nicht wie viel. Entschuldigung, ich schweife ab. Ja, es gibt halt auch andere Medikamente, die halt getestet werden. Ob die nun gut oder schlecht sind, das zeigen am Ende die Studien. Deswegen, also sicher, es ist gut, das zu wissen. Und ich denke mal, nach diesen Studien werden sich bestimmt auch werden sich vielleicht auch einige Hausärztinnen und Hausärzte richten, die dann halt gezielt vielleicht das Cortisol verschreiben bei positiven Test. Ich sag mal so, man muss ja nur, wenn man positiv ist, heißt es ja nicht, dass man gleich ins Krankenhaus muss, ja, aber durch die Mutante ist halt die, ja, Schwere der Verläufe doch gestiegen und mittlerweile auch im Bekanntenkreis sind halt Leute, die vorher gesund waren, sich auch gesund ernährt haben, sage ich mal, wirklich bewusst gesund. Also nicht einfach nur zu sagen, ja, ich, keine Ahnung, esse einmal pro Woche Salat oder so, jetzt nicht so, sondern wirklich bewusst kein Alkohol, bewusst nicht geraucht. Alles solche Sachen, ist halt wirklich jemand im Bekanntenkreis verstorben und die Person war um die 50, müsste ich lügen, ich glaube um die 50. Also... Es ist halt, ja, also es kann jede Person treffen und man muss sich dessen auch bewusst sein. Man kann das halt nicht einfach so abtun, als wäre da nichts. Das ist halt, ich weiß, ich kann das immer wieder nur mich selber da revidieren. Ich habe da vor einem Jahr, habe ich auch so lasch gesagt bei der einen Pharao-Aufnahme, ja, wenn es mich trifft, dann trifft es mich halt. Ja, aber da, zum einen gab es ja da in Anführungszeichen nur das Stammvirus. Da war die Härte, also die
ja, auch die Letalität noch nicht so hoch. Wahrscheinlich. Mittlerweile ist das ja nun anders, aber selbst das, das war sicher keine gute Aussage. Aber mittlerweile weiß man nun halt wirklich mehr über alles und auch über die Folgen und vor allem auch über die Langzeitfolgen. Das konnte damals ja wirklich nur noch niemand. Wollen wir die komplett... Ja, die können wir eigentlich... Oh, das ist nicht gut. Da müssen wir mal die Fackeln wegnehmen, das wird sonst nicht. Hä? Okay. Ja, damals wusste halt noch niemand über die Langzeitfolgen und alles. Also, ja, wusste halt noch niemand darüber Bescheid. Deswegen, die Aussage zu dem Zeitpunkt sicher, wurde es irgendwo auch ein bisschen wieder, ja, im Bekanntenkreis, dass man halt sagt, ja, Mensch, dann ist das so, weil, wie eine Krippe, ja, das war ja so diese Standardaussage am Anfang. Das Problem ist, dass halt Leute immer noch jetzt, also jetzt immer noch daran glauben, dass es nur wie eine Krippe sei oder eine Erkältung sei. Und sicher gibt es harmlose Verläufe, aber es gibt halt nicht nur harmlose Verläufe. Und wie schon gesagt, es kann jede Person treffen. Niemand ist davor geschützt, außer man ist geimpft. Und selbst dann kann es eine Person treffen. Selbst das ist, wie schon gesagt, es ist kein hundertprozentiger Schutz. Das geht auch nicht wirklich, denn es ist ja kein Bakterium, es ist ja ein Virus. Wäre es ein Bakterium, wäre das wahrscheinlich was anderes. Denn könnte man dort ja mit Antibiotika gegensteuern. Aber so ist das halt einfach durch das ständige Mutieren ist das wirklich schwer. Und ich hoffe trotzdem, dass es irgendwie, irgendwann vorangeht, dass genügend Leute geimpft sind, dass diese Herdenimmunität, wie man das so schön nennt, naja, ist jetzt kein schönes Wort, wie ich finde, aber dass man halt wirklich in dieser Richtung viel mehr erreicht und vor allem auch schneller erreicht. Also ich meine, es hätte schon viel mehr passieren können. Was baue ich hier eigentlich gerade? Viel mehr, viel schneller passieren können. Ja, wir können uns ruhig mal ein bisschen was Verrücktes wagen. Beim Bauen hier. Ich mag es noch nicht, wenn Glasscheiben eigentlich unten stehen, aber naja, gut. Die Frage ist, ob ich das jetzt nochmal so spiegeln sollte. Nein, wir probieren es einfach so. Also wie schon gesagt, ich habe meine Meinung dazu nun kundgetan, jetzt nochmal in fast 20 Minuten. Denk mal, dann ist es auch gut. Dann werde ich erstmal nicht so schnell wieder darüber sprechen, wobei es ja natürlich trotzdem alles irgendwo betrifft. Also sicher nun, sage ich mal, mehrt man sich nicht aus, dass man endlich mal einen richtigen Lockdown hinbekommt. Weil dieses, ja, Wischiwaschi, was da halt zurzeit gefahren wird, das ist halt, ja, da sterben Leute, aber das juckt halt die Leute, also die, sowohl die Politik als auch allgemein die Menschen halt nicht mehr so wirklich. Ich meine, 70.000 Menschen leben. Einfach mal so, ja, innerhalb eines Jahres. Und sicher kann man wieder sagen, ja, die Älteren wären so oder so irgendwann gestorben, aber das kann man auch nicht so einfach pauschalisieren. Also, das ist halt... Nee, ich will sowas nicht pauschalisieren. Das ist einfach... Nein, das ist einfach eine Krankheit, die... Ja, große Folgen hat. Wie schon gesagt, diese Symptome des sogenannten Long-Covid sind halt wirklich... scheinbar sehr weitreichend. Also... Das wäre da eigentlich ein cooles Muster für die Seite, oder? Ab und zu mal so, ja, das wäre gar nicht so schlecht. Und halt wirklich weitreichend, also es gibt mittlerweile Forschungen, die halt, beziehungsweise Studien, die halt belegen, dass auch Nervenschäden mit da auftreten, dass, ich weiß nicht, was ist alles möglich, also Nervenschäden, psychische Schäden ganz besonders, also sowohl durch Corona als aber auch natürlich durch ja die aktuelle Situation allgemein. Das ist halt wirklich natürlich, wenn man die Leute oder wenn man keine sozialen Kontakte oder weniger soziale Kontakte hat, dann ist das natürlich nicht gesund für die Psyche. Das ist klar, aber trotzdem gibt es einfach immer noch zu wenige Psychologinnen und Psychologen und Therapeutinnen und Therapeuten.
Sieht irgendwie komisch aus, oder? Ja, weil das hier, nee, das müssen wir dann, wenn, dann müssen wir es wirklich ordentlich machen. Aber ja, ich rede mir hier nur mundfusselig, ich sehe das schon. Wir sind jetzt fast bei 20 Minuten. Ich werde das dann auch erstmal an dieser Stelle beenden. Es ist schon relativ viel passiert, sag ich mal jetzt. Also, wir haben ja schon das mal neutral zu beobachten von oben, ja. Könnte sogar, ne, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich F2 drücke. Ich habe da ein bisschen Befürchtung, dass es mir da... Oh nein. Nee, jetzt nicht. Das machen wir in der nächsten Folge. Ach, als ob die Plünderer hier sind. Toll, die rächen sich nochmal. Wofür auch immer. Ach man, nein, 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 nein. Ich drücke jetzt Escape und ich sage, wir sehen uns im nächsten Video mit ganz viel Plünderer-Action dann bestimmt. Nächste Woche Montag, wenn nichts dazwischen kommt. Und ja, sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann.